Hallo und herzlich willkommen bei The Nerd, ne? Ich bin Annette und ich bin der Nerd und heute packe ich euch ein Paket aus. Freut mich sehr, ich habe vor kurzem ja schon mal eine Kollaboration mit NewCraft.de gezeigt und die haben wir fortgesetzt. Das heißt, das, was ihr hier seht, ist ein Werbevideo, weil ich dieses Paket kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe. Euch Also ich werde nicht weiter bezahlen. Das Einzige, was ich bekomme, sind die Produkte, die hier drin sind. Und ja, will ich gern mit euch auspacken. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich sehr auf das, was da kommt. Ja, also NewCraft Day, das ist die Firma. Und die sitzt in China. Und wie das letzte Mal auch, hat seit der Anführungszeichenbestellung es ungefähr 2 oder 2,5 Wochen gedauert, bis es hier ist. Also gar nicht so furchtbar lang. Ich habe auch keine Zoll bezahlen müssen. Es kam an tatsächlich mit einem für mich etwas ungewöhnlichen Absender. Da stand DE-Kunden stand drauf, eine deutsche Adresse. Ich habe nicht gedacht, dass das Diamond Painting ist, das ich bekommen soll. Deswegen habe ich es auch schon aufgemacht. Ist aber nicht tragisch. Ich habe tatsächlich noch nicht reingeschaut. Und ich bin sehr, sehr gespannt. All das, was hier drin ist und auch der Link natürlich zur allgemeinen Seite, das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Dort findet ihr auch einen Coupon-Code, den ihr benutzen könnt. Damit bekommt ihr 10% Rabatt auf dieser Seite. Also ich bekomme davon auch nichts, keine Provision oder so. Das ist einfach nur so ein Goodie für euch, wenn ihr da bestellt. Dann benutzt gerne den Code NERD10 und ja, wie gesagt, bekommt ihr 10%. Ja, man kann da übrigens 1 Euro bezahlen, also man muss noch nicht mal umberechnen, das finde ich sehr, sehr schön. Und es kam an mit DHL für all diejenigen, die das bei denen das. Ja, es kam auch recht recht unproblematisch an. Also ich würde sagen, es sah jetzt auf den ersten Blick nicht geknickt oder zerknittert aus. Es ist natürlich nur in dieser relativ dünnen Versandtasche drin. Und ich hole jetzt mal raus. Ja, also 3 Diamond Paintings sind drin, wie das letzte Mal auch schon. Das hier hat ein bisschen einen Knick abbekommen, allerdings ist das oberhalb der Klebefläche und von dem her komplett unproblematisch, würde ich jetzt mal so sehen. Ja, ich würde sagen, wir packen einfach mal eins aus und ich fange jetzt einfach mit dem linken hier an. Und wir gucken uns das mal. Hol mal auf. Also verpackt in so einer Plastikhülle. Und die Folie nicht ganz optimal drauf. Ja, klebt immer noch alles gut. Nichts passiert. Das hier ist ein Port Glue Canvas, so nennt sich das, also eine Leinwand, auf die ein gegossener Kleber aufgetragen worden ist. Es gibt auch Leinwände, insbesondere wenn man bei AliExpress bestellt, passiert das häufig. Die kommen mit einem doppelseitigen Klebeband daher. Das ist ein bisschen komplizierter von der Handhabung her, ein bisschen weniger nachgiebig, fehlerverzeihend. Dieses hier, dieser gegossene Kleber, der ist sehr, sehr freundlich zum Benutzen und den kann man zum Beispiel auch einfach rückwärts rollen, um so ein bisschen die Knitter jetzt rauszubekommen. Ihr könnt das natürlich auch einfach unter irgendwas Schweres drunter legen, dann verschwindet das nach ein paar Tagen auch. Aber macht wahrscheinlich Sinn. So. Was man auch tun kann, ist einmal kurz aufziehen, bis zur Mitte ungefähr. Dann straff wieder drauf kleben. Das hilft schon auch ein bisschen. Man sieht, hier ist weniger Krunkel als hier oben. Auf der Seite auch nur noch kurz. Also Leinwand klebt gut.
So, jetzt aber. Es ist eine Art Schild, das gibt es auch ganz gern mal tatsächlich als Metallschild, meistens in eben so einem dunkelgrün gehalten. Oben ein Text hier jetzt, take a bath. Unten ein Text, you dirty hippie. Und dazwischen ist eine Katze, die total niedlich mit ihren Blumen im Haar, ich nenne es jetzt mal so auf dem Kopf, eben einem bunten Schal um die Schultern und dem Peace-Zeichen um den Hals. Ja. Gefällt mir ausnehmend gut. Das ist so viel zum Motiv. Ein Künstler oder so ist jetzt hier nicht dabei. Üblicherweise lizenzieren auch Firmen aus China nichts. Das heißt, wenn ihr da was findet, bei dem ihr wisst, dass das von einem Künstler ist, dann schaut, dass ihr das Bild vielleicht woanders herbekommt. Außer steht dabei, dass lizenziert. Das wäre es hier nicht. Da oben haben wir eine Nummer, B4450. Wenn ich mir jetzt hier die Steine angucke, dann steht das hier eben auch drauf. Das heißt, man kann es wieder zusammenfinden, wenn man jetzt tatsächlich das hier zum Glattwerden irgendwo hin tut, die Steine separat aufbewahrt. Dann ist das kein Problem, man kriegt es wieder zusammen. So, kommen wir rein. Wir haben ein Toolkit, das ist ein Standard-Toolkit, da gibt es nicht viel zu sagen. Es gibt den standardgünstigen Stift ohne Squishy. Es gibt ein standardgrünes Bötchen. Das ist nicht mein Lieblingsboot, aber funktioniert schon. Und es gibt ein kleines Blättchen Wachs. Damit kommt man auf jeden Fall zu. Ja. Schauen wir mal rein in die Steine. Bin gespannt. Ja. Also wir haben diesmal Glück und es kommt alles in diesen sehr, sehr coolen Zipbeutel. Das ist mir persönlich die liebste Art und Weise, wie es geschickt werden kann, weil theoretisch kann man so direkt anfangen, man muss nichts umfüllen, außer man möchte natürlich. Ich würde es mal behaupten, ich habe gerade hier mit der 16 3750, das ist die D, den Großteil vom Hintergrund entdeckt. Passt. Es hat insgesamt 21 Farben. Ja, wischen. Jetzt kommt jemand, der mich stört und jetzt legt fast ein ganzer Tag. Heute ist es eigentlich positiv nicht so heiß, nicht so schön draußen, aber bedeutet, ich bin hier mit Kunstlicht unterwegs. Ja, mir ein bisschen leid, aber so. Ich war dabei, mir die Steinchen anzugucken, die ja hier wunderschön in Zipptütchen kommen. Und wenn man die sich so anschaut, dann sieht man so auf den ersten Blick überhaupt keinen Müll. Also es sind definitiv Acrylsteinchen, wie beim letzten Mal auch. Das erkennt man an den kleinen Punkten auf der Rückseite. Das ist wie so eine... In der Mitte von den Steinchen ist ein kleiner Punkt, der herstellungsbedingt ist. Wir haben 21 Farben. Und ja, ich habe gestern schon die Haupt-Hintergrundfarbe gefunden. Es gibt noch ein paar andere Grüntöne, wie man unschwer erkennen kann. Es gibt auch das könnte schwarz sein. Zwei. Ja, ist es. Also das ist die berühmt-berüchtigte 310. Auch da sieht das so auf den ersten Blick sehr, sehr gut aus. Genau. Also für mich die Steine sehr, sehr schön. Eine recht grünlastige, recht dunkle Farbpalette, was bei dem Bild zu vermuten war. Wir haben ja hier die große dunkle Katze, wir haben den relativ dunklen Hintergrund und wir haben so ein paar bunte Farben, hauptsächlich hier im Schal, hauptsächlich in den Blüten und ja, viel J's und I's. Hier, das sind die 12 und die 13. Also das hier ist Teil der Schrift und das hier. So, soweit so gut. Ich würde sagen, Steine sind sehr, sehr schön. Wunderbar, dass sie in Zipptütchen eingepackt sind. Das vermeidet für mich immer ein bisschen Müll und das vermeidet natürlich auch das lästige Umfüllen, insbesondere bei einem relativ überschaubar großen Bild. Dieses Bild hier hat laut Aufschrift und auch laut Homepage 30 x 40 cm. Beim letzten Mal war das schon so, dass die Leinwandgröße ist, also von
der Außenkante. Genau, also die Außenkante der Leinwand hat, ja, sagen wir mal, 39,5 auf 29,5 und das eigentliche Bild ist 5 cm kleiner, denke ich doch. Wir sind bei knapp 35 auf, ja, 24,5. So, also das dazu. Die DNC-Nummern sind hier in der Legende angegeben. Es gibt hier unten eine Legende und hier oben eine Legende, finde ich immer sehr gut. Ich arbeite aktuell mit dem Kind an einem großen Bild. Da ist nur eine Legende hier oben rechts. Es fehlt die unten links. Da ist man immer so ein bisschen am, muss aufstehen und nachgucken. Das ist hier besser gelöst, hier viel besser gelöst. Die Leinwand an sich, der Aufdruck, also es sind ja runde Steine. Es ist so, dass das jetzt nicht, also der Hintergrund ist nicht quadratisch gestaltet, sondern entspricht dem eigentlichen Motiv, was es ein bisschen klarer macht. Wir haben ganz leichte Kreise, wo man die Steinchen setzen soll. Hier unten erkennt man es ein bisschen deutlicher, dass die definitiv da sind, weil das hier ein bisschen in die Buchstaben reinläuft, aber finde ich okay. Es ist auf jeden Fall kein großer schwarzer Rand oder irgendwas. Es gibt auch keine Gitterlinie. Das finde ich gut. Der Druck könnte einen Tick klarer sein, tatsächlich. Also gerade hier in dem Bereich muss man schon recht gut hinschauen, um zu erkennen, ob das jetzt ein D ist oder ein B. Die Symbole an sich bestehen aus lauter Buchstaben. Das ist immer schön, die kann man recht gut erkennen und kann man natürlich auch gut auseinanderhalten, weil wir sind das ja gewöhnt, dass wir lesen können. Das ist also gut, aber wie gesagt, also hier an den Stellen könnte es ein bisschen deutlicher sein. Es kann gut sein, dass hier diejenigen, die ein bisschen Probleme haben, das zu erkennen, vielleicht besser mit einem Lightpad arbeiten. Also so ein großes Lichtbrett, auf das man dort drauflegen kann und dann scheint es durch. Ich habe sowas, ich benutze es aber nicht. Ja. Ich würde sagen, das war's jetzt für das Bild. Take a bath, you pretty hippie. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich pack das jetzt mal wieder zusammen, dann packen wir das zweite Bild aus. Pack zusammen heißt, ich lege es hier drauf, damit ich nicht verschlusse, dass das zusammengehört. Das zweite Bild ist das Bild, das ich dieses Mal Probe kleben werde. Und auf das bin ich sehr gespannt. Ja, was ihr jetzt vielleicht im Hintergrund hört, ist meine Spülmaschine, so ist das. So, auch das hat 30x40 offiziell. Oh, ist schön. So, oh. Auch das ist Port Glue, also sprich gegossener Kleber. Erkennt man ganz gut daran, dass die Folie hier durchsichtig ist. Bei dem doppelseitigen Klebeband ist das nicht der Fall. Da kann man nicht durchgucken. Ja, auch das könnte man zurückrollen. Auch da kann man... Dinge, geh weg. So, das ist ein bisschen was anderes als das, was ihr bisher gesehen habt. Das ist nämlich kein Vollbild. Das heißt, der Hintergrund hier weiß, der klebt nicht. Da muss man keine Steine setzen. Steine gesetzt werden nur überall da, wo man jetzt diese Punkte sieht. Also hier am Kopf die Haare und hier auf dem Rücken die Schmetterlinge mit ihren. Das sind Strasssteine, habe ich nicht vermutet, muss ich gestehen. Ich habe es als Special Drills gekauft, also sprich Sondersteine. So ein bisschen für diejenigen, die nicht so gut Deutsch, nicht so gut Englisch sprechen. Wenn ihr auf Diamond Painting Seiten unterwegs seid, wie jetzt von diesem Hersteller,
Dann werden die Seiten aus dem Englischen automatisch übersetzt. Das heißt, da sitzt keiner da und tippt die deutschen Wörter ein. Das heißt, es war irgendeine, mehr oder weniger guter Algorithmus, der das Ganze für euch tut. Die sind mittlerweile relativ schön, also das muss man so sagen, aber die kennen natürlich den Kontext nur bedingt. Und wenn man da was von Vollbohrer liest, dann ist tatsächlich sowas gemeint hier. Das bedeutet, also im Englischen heißen diese Steinchen hier Drills. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Eigentlich ist ein Drill eben ein Bohrer. Könnt mir vorstellen, dass es aus dem Bereich der Wendeschneidplatten kommt, die ja auch recht klein sind und recht zierlich und die man an einen Bohrer befestigen kann. Aber ja, also das sind Drills, auf Deutsch 1:1 übersetzt Bohrer. Und ein Vollbohrer ist ein Bild, bei dem überall auf der Hintergrund mit Steinchen. Das hier ist ein Teilbild. Das heißt, das wird eben nicht ganz geklebt, sondern also zum Beispiel auch die Haut hier wird nicht geklebt, sondern tatsächlich nur der Teil, der hier angedeutet ist. Das ist relativ, es ist für Anfänger schön. Man hat ein schnelles, schönes Erfolgserlebnis. Und geht nicht so schnell, geht nicht so langsam, man ist doch recht schnell fertig. Ich habe die Hoffnung, dass bis dieses Video rauskommt, dieses Bild hier fertig ist. Aber also, Bild ist da. Auch hier keine Lizenz oder sowas. Wir haben die DZ-102. Das steht auch hier auf den Tütchen drauf. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwundert. Also die Legende hier, relativ typisch. Wir haben insgesamt 11 verschiedene Steine. Das heißt durchnummeriert. Durchnummeriert von 1 bis 11. Mit Symbolen. Die Symbole sind für mich jetzt gut zu unterscheiden. Da gibt es jetzt kein großes Problem. Aber die DNC-Nummer hinten ist sehr merkwürdig, weil eine DNC-001 gibt es nicht. Genauso wenig wie die 004, die 010. Die 172 könnte es vielleicht geben und die 195. Keine Ahnung. Und dann gibt es hier 310 AB. 310 ist ja schwarz. Bin ich gespannt, ob das eine AB-Farbe ist. Und dann gibt es was? YX034. Keine Ahnung, was das ist. Also bin ich sehr gespannt. ich würde sagen, wir messen es mal noch kurz aus. Wie gesagt, 30x40. Ich gehe davon aus, dass es wieder die Leinwandgröße ist. Ja, ist es. Das eigentliche Bild hat, also das, was man sieht, noch nicht mal das, was man natürlich beklebt, weil der Hintergrund, wie gesagt, knappe 35 hoch und knapp 24 in der Breite. Wir haben ein Toolkit dabei, auch dieses Mal natürlich. Das hat zusätzlich zu dem, was wir beim letzten Bild schon gesehen haben, eine Pinzette, die ist aus Plastik, die ist jetzt ja nicht besonders hochwertig. Sie ist mit Sicherheit besser als nichts. Aber ich glaube, wer eine Metallpinzette zu Hause hat, ist mit der deutlich besser bedient als mit dieser hier. So, schauen wir uns mal die Steinchen an. Da geht's auf. Da sind ein paar flüchtige. So, also wie gesagt, nur 11 Farben. Oh, wie schön. Okay. Das hier ist sortiert nach der Nummer hier. Guck mal, ob ich das reißen kann. Jede Farbe hat genau ein so Tütchen. Das ist also okay vom Müll her, da ist jetzt nichts unnötig verschwendet. Ist natürlich nicht in Zipbeuteln, aber das sind zumindest nicht
5 Tütchen pro Farbe oder so. Die 1 hier ist ein, ich würde mal sagen, ganz klarer Kristall. Also ein Strassstein in Rund. Genauso wie die 2 in Rot. Und die 3. Ich würde mal sagen, das sind alles Standardgrößen hier in Strass. Vielleicht sind das auch die Strass-Codes, damit kenne ich mich nicht so gut aus. Schwarz, lila und blau und gelb. Und jetzt wird es spannend, weil das ist jetzt tatsächlich eine AB-Farbe, ein Strass. Nee, ist kein Strass. Ist ein Acrylsteinchen in Schwarz, in AB-Farben. Das sieht so ein bisschen aus wie so Fliegenaugen, so vom, wie so eine Fliege, so eine, diese Schmeißfliegen, die so grün-blau glänzen. Ja, ich weiß, ich mag die Fliegen auch nicht, aber sie sind schön. Die Farbe ist Hammer, bin gespannt. Und dann gibt es als Sondergröße hier diesen großen, weißen, so ein bisschen perlig glänzenden Stein. Das ist der rote Punkt hier. Das, ja. Die Schmetterlingskörper sehen dann so. Ja. Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Wie gesagt, das werde ich Probe kleben. Das letzte Mal habe ich ja ein eckiges Stein von New Craft Day Probe geklebt. Das hat gut funktioniert. Und dieses Mal eins mit Sondersteinchen und eben nur teilweise. Da bin ich sehr, sehr. Ja, wir haben wieder 2 Legenden. Eine hier. Wäre jetzt für die Bildgröße nicht unbedingt notwendig, aber ist super gut. Symbole sind klar, würde ich sagen. Also ganz ohne Probleme zu erkennen. Der Druck schön. Der Hintergrund, wie immer bei Teilbildern, natürlich wichtig, weil das hinterher Teil und wirklicher Bestandteil vom Bild ist. Sieht für mich gut aus. So. Ich würde sagen, mehr kann ich euch jetzt zu dem Bild gar nicht sagen. Ich zeige es euch dann nochmal, wenn ich damit angefangen habe. Und wir kümmern uns um das letzte Bild, das gekommen ist. Und das ist dieses hier. Und wie beim letzten Mal habe ich mit New Craft Day ausgehandelt, dass ich ein Bild gern verlosen möchte. Und das ist dieses hier. Ich pack's mal aus für euch. So. Das ist das größte Bild in dieser Lieferung. Ich roll's mal kurz rückwärts. Also, auch hier, die Zeit gibt es nicht, A2095 heißt das Ding. Auf dem Steinpaket steht es diesmal nicht drauf, müsste man also noch draufschreiben, wenn man es separat aufbewahren will. Es gibt ein Standard-Toolset mit einem einfachen Stift, einem grünen Stiftchen und einem kleinen Wachsblättchen. Also es sind ein paar wenige Tütchen dabei, aber die reichen vermutlich nicht für die ganzen Farben, würde ich mal behaupten. Ja, also, das ist dieses Sonnenmotiv. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hab gedacht, daran hat bestimmt der ein oder andere von euch auch seinen Spaß. 40x50 soll es groß sein. Ich gehe davon aus, dass es wieder die Leinwandgröße ist. Wir schauen mal. Also es ist 41 cm breit. Nicht 50, 41.
Und knappe 32. Oh. Wir haben zwei Legenden, eine links, eine rechts. Die Zahlen, die Symbole bestehen ausschließlich aus Buchstaben, wie gerade eben auch. Das ist immer sehr, sehr schön. Hier unten gibt es eine Anleitung. Die Bilder da, keine Ahnung, die könnte man sich sparen. Ich kann drauf nicht erkennen. Es wird auch ein bisschen erklärt, wie das so funktioniert. Ja. Die Steine sind diesmal leider in diesen kleinen Packungen drin. Das sind ungefähr 200 Steinchen drin pro Abteilung. Ja. Wir haben die farblich getrennt, das finde ich gut. Jede Farbe hat ihren eigenen Abschnitt bekommen, das finde ich gut, aber wie gesagt, also diese kleinen Tütchen sind nicht meine bevorzugte Variante. Ich finde das immer ein bisschen schade, das ist recht viel Müll. Farbtechnisch ist eigentlich so ziemlich alles dabei. Also ich habe jetzt einiges an Gelbtönen entdeckt. Ich habe Orange entdeckt. Es gibt ein kleines bisschen Pink, nicht so furchtbar viel. Es gibt, sagen wir mal, ein abgetöntes Rot. Das ist eher ein Lachs oder so und rotbraun. Rosa. Hellgelb. Es gibt ein sehr, sehr schönes Grün. Olivgrün und, naja, ein helles Olivgrün vielleicht. Diverse andere Grüntöne. Es gibt natürlich. Da kann man uns die 310 nicht ganz so gut erkennen, aber sie ist da. Ein bisschen braun, ziemliches Weiß, ein paar Blautöne, ein bisschen grau. Ja. Die Steine selber, wenn man sich die jetzt anguckt, man kann natürlich versuchen, die schwarz anzugucken, weil das immer so ein bisschen die Problemfarbe ist. Sieht aber gut aus. Es sind runde Steine, auch hier, auch Acryl. Also Schwarz sieht gut aus, wenn man jetzt das Blau anguckt. Da sieht man es natürlich ein bisschen besser. Also ich erkenne tatsächlich keinen Müll da drin. Ich glaube, das wird gut. Ja. Also nicht zuordnenbar, die DM10-Nummern stehen aber drauf. Die stehen auch in der Legende. Das ist positiv. So, kommen wir mal zum Motiv. Also. Die Sonne, habe ich schon gesagt. Vielleicht der Mond, ich bin mir nicht sicher. Die Symbole, überall da, wo die Farbe hell ist und die Symbole schwarz draufgedruckt sind, lassen die sich gut erkennen. Das sieht ein bisschen anders aus bei denen, wo die Farben recht dunkel sind und es weiß draufgedruckt worden ist. Da muss man genauer hinschauen. Das ist ein bisschen schade. Das ist nicht ganz so deutlich, wie man sich das vielleicht wünscht. Man kann es erkennen. Aber ja, auch da vielleicht mit dem Leitpad besser. Aber jetzt nichts, wo ich sagen kann, das ist unmöglich. Man kann das gut, also man kann es erkennen, das ist nicht das Problem. Aber man muss vielleicht ein bisschen genauer hingucken. Also in diesem Bereich hier oder eben hier. Und hier ist ganz viel mit W und Ws sind vermutlich die schwarz. Genau. W ist 310, das heißt schwarz. Was natürlich positiv ist, dass es Buchstaben sind, die kann man als lesender Mensch gut voneinander unterscheiden. Das ist immer positiv, besser als irgendwelche Pfeile in verschiedenen Richtungen. Ja, also das ist das Bild, das ihr gewinnen könnt. Ich packe das jetzt, ich versuche es wieder einzupacken, so nah dran am Original, wie es war. Wahrscheinlich, dass es funktioniert. Ja, was ihr dafür tun müsst, ist unter diesem Video einen Kommentar zu hinterlassen, in dem das Wort Sonne aufkommt. Ich möchte bitte nichts von einem Gewinnspiel lesen oder einem Lostopf oder sonst was, damit niemand, also kein Wort oder so erkennt, dass es hier um ein Gewinnspiel geht.
sondern ich möchte tatsächlich einfach, dass ihr das Wort Sonne irgendwo in diesen Satz einbaut. Ihr habt dazu ab Erscheinen vom Video, ich werde das im ersten angepinnten Kommentar oder in der Videobeschreibung schreiben, wann es erscheint, habt ihr genau 10 Tage Zeit, diesen Kommentar zu hinterlassen. Und ich werde dann im nächsten Podcast auslosen, wer denn gewonnen. Dann habt ihr eine Woche Zeit, euch zu melden. Wenn ihr das nicht tut, dann werde ich es neu verlosen. Ja, was ich dazu brauche, ist natürlich eure Adresse. Das heißt, ihr müsst damit einverstanden sein, dass ich diesen Versand verwende. Was anderes brauche ich nicht, nur zum Versand. Ich werde die hinterher auch löschen. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Ihr braucht eine Versandadresse innerhalb der EU. YouTube hat mit dem Ganzen nichts zu tun, ist nicht Veranstalter. Veranstalter bin alleine. Ja, und der Gewinn kann nicht ausgezahlt werden, sondern ihr bekommt eben genau dieses. So. Und jetzt will ich sagen, ich mache mich ans Kleben von dem anderen. Wir sehen uns dann gleich noch mal wieder und ich werde euch dann berichten, wie sich die Schmetterlingsfrau so leben lässt. Genau. Bis dahin. Ich bin zurück und ich habe ein bisschen mehr geschafft, als eigentlich so geplant. Nicht, dass ich das jetzt tragisch finde. Ich wollte eigentlich nur in den Bereich hier kleben. Tatsächlich habe ich das Bild fertig gemacht. Ja, also das ist mein Schmetterlingsmädchen. Ein sehr schönes, sehr schnelles Projekt. Die Steine habe ich euch ja gerade gezeigt. Es ist einiges übrig geblieben. Also wenn man das jetzt so anguckt, ich habe die Steine jetzt nicht verräumt. Normalerweise würde ich die aufbewahren, aber das macht nur Sinn, wenn man auch eine Nummer hat, mit der man dann was arbeiten kann. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Die einzige, die ich aufheben könnte, aufbewahren könnte, um die wieder mal zu benutzen, ist die 310 hier. Das ist schwarze Farbe, eigentlich mit einem AB-Überzug. Da sehe ich gute Chancen, dass ich das nochmal verwende. Die anderen kommen, denke ich, in ein Glas und werden dann irgendwann im Kindergarten geopfert. Wild durcheinander. Ja, das Bild ist sehr cool. Also es klebt tatsächlich im Prinzip auch nur da, wo die Steine sind. Es klebt sehr gut. Ich hatte also keinerlei Probleme, hier irgendeinen Stein zum Kleben zu bekommen. Ich hatte auch keine Probleme mit den Steinen an und für sich. Das hier ist mein Mülleimerchen. Und der Müll, der hier drin ist, ist zu 99%. Was, das mich sehr fasziniert hat. Und das ist nämlich im Prinzip ein umgedrehter Stein. Also wenn man sich jetzt die normalen Steine so anschaut, die hier, das sind Strasssteinchen, die haben auf der Unterseite diese Silberfolie und auf der Oberseite haben wir diesen geschliffenen Stein, der durchsichtig ist, damit das Ganze schön glitzert. Bei denen hier ist das andersrum. Da ist der Großteil vom Stein ist in diesem silbrigen Teil und hat eine Form. Und die bunte Fläche ist das, was man aufkleben würde. Das finde ich lustig. Mich würde da der Herstellungsprozess interessieren. Eigentlich habe ich gedacht, dass da die Plastiksteinchen zuerst in Form gebracht werden und dann die Unterseite quasi beschichtet wird. Aber ja, vielleicht hat man das versucht und man hat aus Versehen die Oberseite beschichtet. Mag sein, dass es so. Das ist hauptsächlich bei dem Orange hier passiert. Das war der Hund. Die mir gestreichelt werden. Also die meisten Steine, die hier drin sind, sind dieses Orange hier in den Haaren. Aber wenn man sich das so anguckt, also es ist mehr als genug übrig. Es ist von den meisten Steinen mehr übrig, als ich hier überhaupt benutzt habe. Das schließt die hier mit ein. Und ich bin zufrieden. Das Bild hat sich jetzt auch ein bisschen glatter hingelegt. Wenn man das jetzt ein paar Tage unter irgendwas Schwerem legen lassen würde, wäre es mit Sicherheit glatt. Und wenn ich das jetzt in meine Mappe reinhefte, dann passiert es auch. Ja.
Loserstein. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem. Ich habe das letzte Mal ja ein quadratisches, ein Bild mit quadratischen Steinen, so muss man sagen, geklebt. Das war auch sehr gut und das jetzt auch. Also bin sehr zufrieden mit New Craft Day. Was ich noch dazu sagen wollte, ich habe es ganz vergessen während dem Video. Also das Sonnenbild, das ist aktuell auf der Website für 9,60 Euro. Der Schmetterling hier kostet 4,80 Euro und die Katze ist für 5,27 Euro gelistet. Es ist also ein relativ budgetfreundliches Bild. Ja, hat aber, also der Schmetterling hat einen Abend gedauert, nicht mal ganz. Ja, also das dazu. Und wie gesagt, vergesst nicht den Code NERD10, damit bekommt ihr 10% Rabatt. Und ich freue mich, wenn ihr mich auf Instagram taggt, falls ihr davon was nachkauft und klebt, damit ich auch was zum Gucken. Genau, bis dahin,